Liebe Freunde, Brüder und Geschwister, ja, heute möchten wir etwas sehr Wichtiges besprechen, und es geht um die Entrückung der Kirche. Leider gibt es viele falsche Dokumente und Aussagen. Einige behaupten, dass die Entrückung der Kirche vor der Trübsal stattfindet, andere während, und es wird auch gesagt, dass sie nach der Trübsal sich ereignen wird. Und das Böse ist leider jetzt in vielen Kirchen eingedrungen mit seinen Lügen. Und das sind genau die Kirchen, die die Schriften nicht kennen. Und um diese Zweifel zu klären, möchten wir dann folgende Frage beantworten. Wann findet die Entrückung statt? Wir werden diese Frage nun nur mit Hilfe der Schriften der Bibel beantworten. Zuerst möchten wir mit folgender Frage anfangen. Was ist die Entrückung? Und um diese Frage zu beantworten, lesen wir jetzt 1. Thessaloniker 4,15. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Ja, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir eben den Herrn in der Luft treffen werden, nach den 7 Läuten der Trompete. Und in diesem Moment werden die Christen, die Gläubigen, im Himmel fliegen. Nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Ja, wer sind jetzt diese Christen? Sind das wir? Ja, das sind alle, die an dem Herrn glauben, die nach ihm leben. Die Entrückung ist keine Prämie für die Guten, die Braven. Alle, die an den Herrn glauben werden, werden entrückt. Alle, die noch leben. Es gibt jedoch Gläubige, die dem Wort des Herrn folgen und andere nicht. Daher fragen wir uns, aber werden dann alle entrückt? Ja, alle werden entrückt. Und das sehen wir jetzt besser, wenn wir Daniel 12, Vers 2 und 3 lesen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne, immer und ewig. Hier sehen wir dann die Jungfrauen mit Öl und die ohne. Praktisch sehen wir die treuen Gläubigen und die untreuen Gläubigen. Wir alle werden auferstehen. Wir alle müssen uns vor dem Gericht Gottes vorstellen, um beurteilt zu werden. Um dies besser zu verstehen, lesen wir jetzt auch 1. Korinther 5, Vers 10. Das beziehe ich gar nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt oder auf die Habsüchtigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Ja, jetzt könnte jemand denken, dass es nicht richtig sei, dass sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige entrückt werden. Aber wie schon davor erläutert, ist die Entrückung keine Prämie. Lesen wir Matthäus 24 vom Vers 21 bis zum Vers 29 bis 31. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber wegen der Auserwählten werden jene Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, sieh, hier ist Christus oder da, dann sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auferstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, ich habe es euch vorausgesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, sieh, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Sieh, er ist im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo aber das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Gleich nach der Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen.
Und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten sammeln, von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, in diesen Versen sehen wir bei Vers 21, dass es eine große Trübsal geschehen wird. Und vom Vers 29 bis 30 steht eben genau, dass nach der Trübsal erscheint das Zeichen des Menschensohns am Himmel und wird dann im Vers 31 seine Engel senden mit starkem Posaunenschall, um die Auserwählten zu sammeln. Wir lesen jetzt 2. Thessaloniker Kapitel 2, 1 bis 8. Was aber die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Vereinigung mit ihm, bitten wir euch, Brüder, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Denken erschüttern oder erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort oder Brief, angeblich von uns gesandt, dass der Tag Christi schon da sei. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch das sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst jetzt, was ihn noch aufhält, bis er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und ihm ein Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Wir sehen hier im Vers 2, dass schon zu dieser Zeit gab es eben Probleme, es gab falsche Doktrinen. Paulus spricht hier eben von der Entrückung, von der Rückkehr Christus. Dann im Vers 3 sehen wir eben, dass vor der Entrückung muss der Abfall kommen. Und dieser ist ja schon gekommen halt. Ich meine, der Abfall heißt, sich von dem Glauben zu entfernen, zu trennen, vom christlichen Glauben. Und was sehen wir heutzutage in der Welt, in den Kirchen, was sehen wir? Ja, genau das. Die Entfernung vom christlichen Glauben, falsche Doktrinen, die Christen, die sich weigern, die Verlorenen zu retten, Pastoren, die nur Geld sammeln, durch das Wohlstandsevangelium und so weiter. Im Vers 3 steht hier der Sohn des Verderbens. Wer ist dieser Sohn des Verderbens? Wer ist das? Ja, der Antichrist. Also muss ein Antichrist noch kommen, bevor dann die Entrückung stattfindet. Im Vers 4 spricht er dann vom Tempel Jerusalems, der eben noch nicht gebaut worden ist. Aber er wird bald gebaut werden, wie die Prophezeiung es uns auch bekannt gibt. Und zwar, die Prophezeiung kommt von Daniel, Kapitel 8, 9 und 11. In diesen drei Kapiteln spricht Daniel von diesem Daueropfer, der nicht existieren kann, wenn kein Tempel vorhanden ist. Die Hebräer haben ja 2000 Jahre lang kein Opfer gehabt, da kein Tempel da war. Es wurde ja 70 nach Christus von den Römern zerstört. Und der Antichrist wird das Daueropfer unterbrechen, sobald ein Tempel da ist. Ja, dieser Antichrist, der wird sich dann als große weltliche Politiker ausstellen und sich als Retter der Welt präsentieren und so weiter, so als eine Art Gott. Wir gehen jetzt zurück an den Brief an die Thessalonicher. Und in Vers eben, die ich vorhin vorgelesen habe, Vers 5, 6 und 7, bezieht er sich auf den Heiligen Geist. Praktisch der ihn aufhält, der den Antichrist aufhält und aus der Mitte weggenommen werden muss, das ist der Heilige Geist. Und zwar kann nur der Heilige Geist den Antichrist aufhalten. Und jetzt sprechen wir vom wichtigsten Vers, und zwar Vers 8. Wenn der Heilige Geist eben weggenommen wird, wird das Gesetzlose offenbart. Und das wäre eben der Antichrist. Und dann steht
dass der Herr das Gesetzlose mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird, durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Wenn Jesus zurückkommt, wird er den Antichrist zerstören. Das heißt erstens, dass die Trübsal beendet ist. Das heißt zweitens, dass bevor der Antichrist zerstört wird, keine Trübsal stattfinden kann. Das heißt eben, dass die Entrückung und die Wiederkehr Christus nicht vor dem Trübsal stattfinden kann, nicht vor der Trübsal stattfinden kann, sondern danach. Wenn Christus zurückkehren wird, werden wir mit ihm zusammen sein werden. Und in dem Moment wird Jesus den Antichrist zerstören. Und unsere Vereinigung mit Jesus kann nur stattfinden, wenn zuvor der Antichrist kommt. Das heißt, der Antichrist kommt davor. Dann kommt die Entrückung und dann das Armageddon. Christus wird uns nicht vor der Trübsal retten, sondern durch die Trübsal. Und jetzt lesen wir Offenbarung 7,8. Ja, die Offenbarung 7,8 spricht eben von den sieben Trompeten. Hier verstehen wir auch, wenn die Entrückung stattfindet. Also lesen wir jetzt Offenbarung 7,8. Offenbarung 7,8 spricht von den sieben Trompeten. Hier verstehen wir auch, wenn die Entrückung stattfindet. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 1 und 2. Diese sieben Posaunen werden den sieben Engeln gegeben und diese berichten über die sieben Ereignisse der Trübsal, zum Beispiel die Kriege. Die Offenbarung 9, Vers 18 besagt, dass 2 Milliarden Menschen durch einen einzigen Krieg sterben werden. Die Hölle wird auf Erden kommen. Und wir sehen hier Matthäus 24, Vers 21 bis 22. Denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr gekommen wird. Und aus diesem Grund müssen wir Brüder und Schwestern uns vorbereiten. Und zwar, wir müssen den Herrn fragen und beten, wo es am besten sei, wo wir uns niederlassen sollen. In Europa, in den USA, in China wird die Hölle bald stattfinden. Deshalb wandert in den Bergen Südamerikas zum Beispiel aus. Bereitet euch vor und findet euren Platz. Wandert aus. Ja, wir sind gerade in einer Art Ruhezeit vor dem Sturm. Jetzt könnt ihr noch eure 4 Sachen verkaufen, euch auf einem Flieger setzen und dort aus wandern, wo Gott euch sagen wird, wo ihr beschützt sein wird. Tut das, liebe Schwestern und Brüder. Ihr sollt eure Sachen zusammenpacken, alles verkaufen, was ihr noch besitzt, und dann auswandern, denn bald wird die Hölle stattfinden. Und das besagt eben auch die Offenbarung 12, Vers 6 bis 17. Wandert aus, denn in Europa und in den USA, in den Vereinigten Staaten, sind die schlimmsten Orte überhaupt, wo ihm die Hölle ausbrechen wird. Das Mikrochip ist das Malzeichen des Biests. Jetzt ist es noch einfach zu kaufen, verkaufen, reisen und so weiter. Aber bald wird es unmöglich sein, wenn man nicht das Mikrochip unter der Haut eingesetzt bekommen hat. Dies steht auch in der Offenbarung Kapitel 13. Jetzt zurück zu den sieben Trompeten. Also in Offenbarung 8, Vers 1 und 2 sagt Folgendes. Als es das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden 7 Posaunen gegeben. Und 1 Korinther 15, Vers 21 und 52. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Und diese 2 Verse besagen eben, dass die Entrückung beim Erschallen der letzten Posaune stattfinden wird. Also ist das Posaune Nummer 7. Also nicht vor Posaune Nummer 7 wird die Entrückung stattfinden. Und genau die Offenbarung Kapitel 11 spricht von dieser Trübsal.
Zum Beispiel im Vers 2. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben und sie werden die heilige Stadt 42 Monate zertreten. Praktisch genau für 42 Monate wird die heilige Stadt Jerusalem von den Heiden zertreten werden. Ja, und wir fragen uns, warum 42 Monate? Weil 42 Monate genau die Dauer der Trübsal ist. Auch die Offenbarung, Kapitel 13, Vers 5, spricht eben vom Antichrist. Und zwar, dann wurde ihm ein Maul gegeben, um große Dinge zu reden und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, um 42 Monate lang zu wirken. Und wer wird 42 Monate lang wirken? Der Antichrist. In Daniel, Kapitel 9, Vers 27, besagt Folgendes. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ja, dieser Vers besagt, dass der Antichrist einen Pakt von 7 Jahren schließen wird. Und in der Mitte dieser 7 Jahren wird er den Pakt brechen. Und 7 Jahre im Hebräisch sind 7 Tage. Und deshalb in der Mitte dieser Woche, dieser 7 Tage, fehlen noch 42 Monate. Das sind genau 3,5 Monate. Und diese 42 Monate finden in Offenbarung 1, 12 und 13. Der Antichrist spricht mitten in der Woche den Pakt. Und das Opfer wird aufhören. Und um das zu verstehen, müssen wir einfach nur Daniel, Kapitel 11, Vers 31 lesen. Und seine Heere werden dort stehen. Die werden das Heiligtum in der Festung entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Und dies ist die Ursache der Trübsal. Und dies sehen wir dann auch in den folgenden Versen, wenn wir weiterlesen eben. Er wird heucheln und den Gottlosen, die den Bund übertreten, gute Worte geben. Aber die Menschen, die ihren Gott kennen, werden stark sein und handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren. Darüber werden sie eine Zeit lang fallen durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Und wenn sie so fallen, soll ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Aber viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Einige der Verständigen werden fallen, damit sie bewährt, gereinigt und geläutert werden bis zur Zeit des Endes. Denn es ist noch eine andere Zeit bestimmt. Auch Matthäus im Kapitel 24, Vers 15, 16 bis 21 spricht eben von der großen Trübsal. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte stehen sehen werdet, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der merke auf. Dann fliehe auf die Berge. Eben er sagt, dass wir sollen auf die Berge fliehen, aufgrund der großen Trübsal. Und auch Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, dann flieht. Daniel 9, 27. Er wird aber eine Woche lang vielen den Bund bestätigen, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören, und bei den Flügeln werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ja, und hier sehen wir, dass dieser Pakt gebrochen wird. Das Opfer wird aufhören und für die nächsten 3,5 Jahre wird die Trübsal stattfinden. Und das zeigt auch Offenbarung 13. Zeigt diesen Trübsal mit dem Bildnis des Biestes, das Mikrochip eben, das die Trübsal verursacht. Und wir lesen jetzt Offenbarung Kapitel 11, Vers 3. Und ich werde meine 2 Zeugen befähigen, 1260 Tage zu weissagen, in Säcke gekleidet. Ja, hier steht eben, dass in Jerusalem, wenn der Antichrist im Tempel ist und sich wie ein Gott zeigen wird, wird der Herr 2 Zeugen befähigen,
die in Säcke gekleidet sind, 3,5 Jahre weiszusagen, während der Antichrist die Welt herrschen wird, Kriege auslösen wird und so tun, als wäre er Gott. Und was sind diese 1260 Tage? Das sind genau 3,5 Jahre. Das sind 42 Monate nach dem hebräischen Kalender. Nicht nach dem gregorianischen auf jeden Fall, halt nach dem hebräischen Kalender sind es genau 42 Monate, 1260 Tage und das sind 3,5 Jahre. Es gibt so, so viele Hinweise in der Bibel, Prophezeiungen, die wahr werden und so weiter. Deswegen, wir beziehen uns jetzt nur auf die Bibel, um euch Brüder und Schwestern zu sagen, dass ihr einfach fliehen sollt. Gehen wir weiter. Offenbarung, Kapitel 11, Vers 4. Diese sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Ja, sie werden dann in Jerusalem prophezeien gegen den Antichrist und gegen der Welt des Teufels. Aber wie schaffen es diese 2 Menschen weiszusagen gegen diesen menschlichen Teufel, der alles kontrolliert? Polizei, Macht und so weiter. Ja, viele werden sich fragen, warum erlaubt der Antichrist, dass diese 2 Menschen prophezeien während diesen 3,5 Jahren? Ja, er möchte sie auf jeden Fall aufhalten, aber er kann es nicht. Deswegen lesen wir weiter, Vers 5. Und wenn ihnen jemand schaden will, dann kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand schaden will, so wird er getötet werden. Habt ihr verstanden? Vers 6. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, dass es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung. Und haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Es wird sicherlich die Rede von UFOs sein, wenn der Himmel sich verschließen wird oder wenn Feuer und wenn Feuer zum Beispiel die Polizisten verzehren werden und so weiter. Und aus diesem Grund werden diese 2 Propheten wie Terroristen angesehen werden. Die Medien werden berichten, dass es sich um Kriminelle handelt und so weiter. Und diese Propheten werden eben die Macht haben, eine Naturkatastrophe auszulösen. Erdbeben, Flut, Lawinen, Feuer, der die Wälder zerstört, eine sehr heiße Sommersaison und so weiter. Aber warum lässt der Herr dies zu? Warum lässt er das zu? Ja, eine gute Frage. Er lässt alle diese Katastrophen zu, um die Macht des Antichrist zu reduzieren. Denn sonst würde der Antichrist alle Christen töten. Aber aufgrund der Katastrophen wird es ihm nicht möglich sein, weil die Propheten ihn auf diese Art kontrollieren, obwohl er die ganze Welt kontrolliert. Aber es wird den Christlichen immer geholfen, und das sehen wir in Daniel Kapitel 11, Vers 33 und 34. Und die Verständigen im Volk werden viele andere lehren, darüber werden sie eine Zeit lang fallen, durch Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub. Und wenn sie so fallen, soll ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden, aber viele werden sich ihnen mit Heucheleien anschließen. Praktisch, den Christen soll mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Der Antichrist wird 42 Monate die Macht über die Welt haben, jedoch tun ihn diese 2 Propheten einschränken, damit er eben nicht übertreibt. Wir lesen weiter Offenbarung, Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und wird sie töten. Ja, erstens wird der Antichrist hier Biest genannt und zweitens, er wird aus dem Abgrund aufsteigen und auf Griechisch dieses Abussos heißt eben ein Loch ohne Boden. Das Zentrum der Erde ohne Boden, denn die Erde dreht sich ja um sich selbst und was jetzt Boden ist, ist ja in 12 Stunden die Decke und deshalb gibt es keinen Boden. Dies ist eben als ein spirituelles Kerker anzusehen, wo Satan für 1000 Jahre eingesperrt sein wird. Und das können wir lesen auf Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 bis 3.
Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen in alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein und versiegelte den Abgrund über ihm, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis sie 1000 Jahre vollendet sind. Danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Ja, dieser Dämon, was in diesem Politiker dann inne sein wird, wird vom Abgrund aufsteigen und die Propheten töten. Ja, aber wann aber? Wann wird das stattfinden? Ja, sobald sie ihr Zeugnis vollendet haben. Nach den 1260 Tagen, nach den 42 Monaten, praktisch nach 3,5 Jahre. Sie werden am Ende der Trübsal getötet. Habt ihr verstanden, Brüder? Lesen wir weiter, Kapitel 11, Vers 8. Und in ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich Sodom und Ägypten genannt wird, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Ja, die jetzige Stadt Jerusalem ist in Gottes Augen wie Sodom und Ägypten. Es ist ein heidnischer Ort, denn die Hebräer heutzutage bedauern immer noch, dass sie Christus gekreuzigt haben, und heutzutage verweigern sie ihn immer noch. Was sie eben die heilige Stadt nennen, ist in Gottes Augen Sodom und Ägypten. Praktisch gar nicht heilig. Diese Stadt wird heilig sein, wenn die Hebräer an Christus glauben werden, und dies wird am Anfang der Entrückung geschehen. Ja, lesen wir weiter, Vers 9. Die Menschen aus den Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichname 3,5 Tage lang sehen und werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Prophezeiung. Diese spricht von dem Satellit, von dem Fernseher. Das heißt, dass die Menschen die Leichname der Propheten im Fernseher sehen werden. Im Fernsehen oder Radio wird es so zu hören sein. Die Leichname dieser 2 Terroristen, UFOs, die die Welt zerstört haben und so weiter. Endlich ist unser Leader imstande gewesen, sie zu töten. So ungefähr. So ungefähr wird es heißen. Es wird so ungefähr heißen, wie vom Hitler und von Stalin gesprochen wurde in der Vergangenheit. Praktisch ist die Welt des Teufels eine sich immer wiederholende Geschichte. Nur mit Christus gibt es eine kleine Veränderung. Lesen wir weiter, Vers 10. Und die auf der Erde wohnen, werden sich freuen über sie und fröhlich sein. Sie werden einander Geschenke senden, weil diese 2 Propheten die Bewohnung der Erde gequält haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Nachdem alle feiern gegangen sind, werden Restaurants, werden Diskos, stehen plötzlich da und sehen, wie diese 2 auferstanden sind. Stellt euch den Terror der Menschen vor. Die 2 Terroristen leben und steigen in den Himmel. Nein, unglaublich. Vers 12. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in einer Wolke in den Himmel hinauf und ihre Feinde sahen sie. Ja, und hier sind wir genau am Ende der Trübsal, am Ende der Weissagung der Propheten. Ja, jetzt können wir weiterlesen, und zwar lesen wir mal 1 Thessaloniker, ja, in Kapitel 15 und 17 haben wir eben gelesen, dass zuerst die Toten auferstanden werden und dann findet eben die Entrückung statt. Die Entrückung hat hier noch nicht angefangen. Hier fängt die Auferstehung der Toten an. Die Propheten sind am Ende der Trübsal gestorben, für 3,5 Tage sind ihre Leichnamen der ganzen Welt gezeigt worden. Dann fuhr der Geist des Lebens von Gott in sie und dann stiegen sie in den Himmel hinauf. RTL, Sat.1 und so weiter und alle Fernseher werden dies zeigen. Alle Moderator und Moderatorinnen werden unter Schock sein, weil sie es sich nicht erklären können, wie diese 2 Propheten verschwinden und in den Wolken nicht mehr zu sehen sind. Ja, lesen wir weiter in Offenbarung, Kapitel 11, Vers 13. Und zu derselben Stunde ereignete sich ein starkes Erdbeben und ein Zehntel der Stadt stürzte ein. Bei dem Erdbeben wurde 7000 Menschen getötet und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Ja, ein Zehntel der Stadt Jerusalem wird dann einstürzen. Erinnert euch aber, heilig sind nicht die
Ruinen, die 2000 Jahre alt sind, sondern das Leib Christi heute. Ja, 7000 Menschen sterben aufgrund eines Erdbebens, denn Christus kommt durch ein Erdbeben auf der Welt. Die übrigen gaben dem Gott des Himmels Ehr und genau hier fangen dann die Hebräer an, sich zu konvertieren. Zachariah Kapitel 12 und 14 sprechen über die Entrückung und das Armageddon. Ja, das möchten wir dann auch gleich verstehen und zwar lesen wir Zachariah Kapitel 12, Vers 9. Und an dem Tag werde ich alle Nationen zu vernichten suchen, die gegen Jerusalem heranziehen. Ja, heutzutage ist Jerusalem ja von allen Feinden umgeben. Von Marokko, von Algerien, von Tunesien, von Ägypten, von Sudan, von Äthiopien, Jemen, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Libanon, Türkei und immer mehr nach East auch Pakistan und Afghanistan. Israel ist eine Insel in einem Meer von Muslims und alle sprechen von einem. Israel von der Weltkarte zu eliminieren, Israel zu vernichten. Islam will die Welt durch Gewalt und Tod konvertieren und nicht mit der Liebe wie Christus. Ja, da Gott alle Nationen vernichten wird, die gegen Jerusalem heranziehen, empfehle ich, dass die Muslims sich warm anziehen sollen, wenn sie sich nicht zum Christentum konvertieren möchten. Jetzt ist Israel noch nicht heilig, aber sobald sich die Hebräer konvertieren, werden nach dem Erdbeben, dann ist Israel wieder heilig. Lesen wir weiter, Zachariah 12, Kapitel 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden mich ansehen, denn sie durchbohrt haben, und werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, und werden bitterlich um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Ja, an dem Tag wird in Jerusalem große, große Trauer sein. Wie man in Matthäus Kapitel 24, Vers 29 bis 31, zur Zeit der Entrückung wird große, große Trauer sein. Die Menschen der Welt werden trauern, weil die zwei Propheten auferstehen werden und weil ein großer Erdbeben danach stattfinden wird. Ja, überall wird Trauer sein. Zachariah Vers 3, immer Kapitel 14, Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen diese Nation kämpfen, wie er immer schon in Kriegszeiten kämpfte. Hier sind wir dann im Armageddon. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Osten bis zum Westen zu einem großen Tal, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden rücken wird. Ja, das ist an jedem Tag des Armageddon. Und es wurde sogar ein Bruch im Ölberg entdeckt, welcher das große Tal in zwei Hälften trennen wird. Eine Hälfte im Norden Richtung Europa und die andere Hälfte Richtung Süden, Richtung Toten Meeres. Ja, der Bruch ist schon da. Der Bruch ist schon da und das wurde dann auch wissenschaftlich entdeckt. Aber jetzt gehen wir zurück zu der Offenbarung. Kapitel 11, Vers 14 und 15. Das zweite Wehe ist vorüber. Sieh, das dritte Wehe kommt bald. Der siebte Engel posaunte. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sehen wir eben auch im 1. Korinther, Kapitel 27, Vers 22. Ja, nachdem der siebte Engel posaunt, wird die Entrückung stattfinden. Ja, es gibt so viele Schriften, die uns das alles voraussagen und das ist wirklich wunderschön. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4.
Dann sah ich Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben, und die Seelen derer, die enthauptet worden waren, wegen des Zeugnisses Jesu, und wegen des Wortes Gottes, und die weder das Tier noch sein Bild angebetet hatten, und das Mahlzeichen weder an ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten, diese lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Ja, hier sehen wir den Trübsal, das Zeichen des Biestes, das Martyrium der Christen, und dann sehen wir, was nach dem Trübsal geschehen wird. Und zwar das Schönste überhaupt, mit Gott regieren. Ja, lesen wir weiter. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Aber diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Ja, das ist eben die erste Auferstehung. Hier ist der Schlüssel. Wir verstehen hier, wann die Entrückung stattfinden wird. Hier sehen wir, dass in diesem Kapitel eben 20 vom Vers 4 bis 6 ist genau erklärt, dass zuerst findet die Trübsal statt und zweitens erst danach die Auferstehung. Und das sehen wir sogar auch in 1 Thessalonicher Kapitel 4, 15 bis 17. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Unglaublich, jetzt die, die für Christus gestorben sind, werden als Erste auferstehen. Dann wir, die leben und übrig bleiben, werden Christus dann treffen. Praktisch zuerst die Auferstehung und dann die Entrückung. Das heißt, wenn wenn wir die Offenbarung und die Thessalonicher zusammenstellen, diese zwei Verse sogar von sowohl von der Offenbarung als von den Thessalonicher zusammenstellen, dann haben wir folgende Reihenfolge: erstens Trübsal, zweitens Auferstehung, drittens Entrückung. Und hier sehen wir ganz, ganz klar, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfindet. Die Schriften sind eben klar und deutlich. Lesen wir zum Beispiel Daniel Kapitel 12, Vers 1. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volks steht, sich aufmachen. Denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Dann Vers 6 und 7. Und er sagte zu dem in Leinenkleidern, der über dem Wasser des Flusses stand: Wann wird das Ende dieser außergewöhnlichen Dinge sein? Und ich hörte dem in Leinenkleidern zu, der über den Wassern des Flusses stand. Und er hob die rechte und die linke Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit dauern soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll das alles geschehen. Praktisch, das sind eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind drei Zeiten einhalb. Und drei Zeiten einhalb sind im Griechisch dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre wird die Trübsal stattfinden. Wie in Offenbarung Kapitel 12, Vers 6 plus 14 lesen wir auch, dass es dreieinhalb Zeiten sein wird. Das sind 1240 Tage, dreieinhalb Jahre.
Alles soll geschehen, wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat. Der Antichrist wird die Heiligen zerstören. Und das sehen wir in Offenbarung, Kapitel 13, Vers 7. Und ihm wurde gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Sprachen und Nationen. Ja, genau dies ist die Trübsal, die eine Dauer von 3,5 Jahren hat. Jetzt hingegen gehen wir weiter und sprechen von der Entrückung. Und da lesen wir Daniel, Kapitel 12, Vers 2 und 3. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne, immer und ewig. Ja, im Vers eben 1 sehen wir eben die Trübsal, dann im Vers 2 die Auferstehung und auch hier sehen wir die exakte Chronologie. Zuerst die Trübsal, dann die Auferstehung. Das heißt, dass die Entrückung erst danach stattfinden kann. Im Vers 3 hingegen wird über die Prämien gesprochen. Die Lehrer werden leuchten wie Sterne für immer. Andere werden aufwachen zu ewiger Schande. Wie die Jungfrauen, die einigen mit Öl werden wie Sterne erhellen und die ohne Öl, die sind die Christen, die sich schämen, die Weisheiten der Schriften zu lehren. Diese werden zu ewiger Schande aufwachen. Das heißt, dass alle entrückt werden, denn die Entrückung, wie ich schon zuvor gesagt habe, ist kein Preis, es ist keine Prämie, es ist keine Belohnung. Die Entrückung ist nur eine Versetzung von diesem Leben zum Gericht Gottes. Denn erst wenn alle beurteilt werden, wird das Gericht Gottes stattfinden. Vor den 1000 Jahren. Der weiße Thron erst nach den 1000 Jahren. 2 Korinther 5 bis 10 plus die Offenbarung Kapitel 20 Vers 4 sagt eben, dass die Heiligen sitzen auf dem Thron und beurteilen. Das heißt, dass die Jungfrauen mit Öl werden Jungfrauen ohne Öl beurteilen. Das heißt, dass wir Christen die Unheiligen beurteilen werden. Wer ist Christus? Wir sind Christen. Wir sind Christus. Wir sind Gottes Leib. In Daniel Kapitel 7 lesen wir, dass der Urteil wird dem Heiligen gegeben, die sich dem Zeichen der Bestie enthalten haben. Wir lesen jetzt Offenbarung, Kapitel 3, Vers 9. Sieh, ich gebe diejenigen aus der Synagoge des Satans heraus, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern lügen. Sieh, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ja, Christus sagt hier, ihr von der Kirche Philadelphias, ihr Jungfrauen mit Öl, ihr werdet auf dem Thron sitzen und beurteilen, ihr Christen. Ja, wir Christen sind die spirituellen Hebräer. Wir sind im Herzen beschnitten. Wir werden die Stämme Israels beurteilen. Das heißt, dass der Thron Gottes sind wir. Wir werden diejenigen beurteilen, die zu Schande auferwachen sind, diejenigen, die die Krone verloren haben. Versteht ihr, Brüder und Schwestern, versteht ihr? Wir sind die Christen, die beurteilen werden. Offenbarung, Kapitel 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand nimmt, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischenden Kelch seines Zornes eingeschenkt ist und wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm.
Ich schaute und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der war wie ein Menschensohn. Er hatte einen goldenen Siegeskranz auf seinem Kopf und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Jetzt habe ich auch Vers 10 und Vers 14 gelesen. Ja, Gott kommt zurück für all die, die glauben, die Gläubigen. Er kommt zurück mit einem Kranz und für die Gläubigen, die den Kranz verloren haben. Alle werden entrückt. Denn dann jedoch kommt das jüngste Gericht. Aber merkt euch das, alle werden entrückt. Lesen wir weiter, Offenbarung, Kapitel 14, Vers 17 bis 20. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Der hatte auch eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam heraus vom Altar. Der hatte Macht über das Feuer und rief mit lauter Stimme dem zu, der die scharfe Sichel hatte. Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die großen Kelter des Zornen Gottes. Die Kelter wurden draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Hier findet hingegen der Zorn Gottes statt, denn der andere Engel warf die Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in den Keltern des Zorn Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Zuerst kommt der Sohn Gottes auf der Wolke, um die Kirche zu ernten. Und das ist die Entrückung. Dann kommt die Ernte des Zorns, welche wir vom Kapitel 15 bis 19 näher verstehen können eben. Es gibt drei Kommen von Jesus Christus. Das erste war vor 2000 Jahren, das zweite ist bei der Entrückung und das dritte ist das Armageddon. Das am Armageddon wird von einem Engel dargestellt, welches die Sichel wirft. Dies ist nicht der Jesu, der auf einer Wolke sitzt, sondern der Jesu, der mit Zorn kommt und die Armeen des Antichrist zu zerstören. Und diese werden dann ins Feuer geworfen. Praktisch, was ist Armageddon? Armageddon ist alles in folgende Kapitel sehr gut beschrieben. Praktisch in Offenbarung 19 bis 21, in Zacharia Kapitel 14, in Ezekiel Kapitel 38 und 39 und in Joel Kapitel 2. Ja, zuerst kommt das zweite Kommen Christus, dann nach 30 Tagen, praktisch nach 13 Tagen findet die Hochzeit zwischen Lamm und Kirche im Himmel statt. Und das sehen wir dann auch in Daniel Kapitel 12, Vers 11 und 12. Und dann findet das Armageddon statt. Und das lesen wir in Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Praktisch, jetzt möchte ich noch alles sehr gut zusammenfassen, damit alles richtig verstanden wurde. Denn das ist sehr, sehr wichtig, Brüder und Schwester. Also, die Trübsal findet in Offenbarung Kapitel 14, 9 bis 13 statt. Die Entrückung ist erklärt in Offenbarung Kapitel 14, Vers 14. Und das Armageddon hingegen in der Offenbarung Kapitel 14, Vers 17. Praktisch, wenn ihr einfach noch Fragen habt, dann müsst ihr einfach nur die Offenbarung Kapitel 6 bis 14 alles durchlesen. Und das ist praktisch das Resümee von der ganzen Offenbarung. Brüder und Schwester, ich hoffe, dass ich euch die Augen geöffnet habe und dass ihr jetzt eine klare Einsicht habt auf die Zukunft. Und deswegen würde ich mich sehr wünschen, wenn ihr euch vorbereiten werdet, denn das würde sich sicher auch Jesus von euch wünschen. Jetzt verabschiede ich mich mit euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Amen. Dass Gott euch segnet.